Herzlich willkommen zur Worship Piano Masterclass. Ich bin Michael Schlierf und ich freue mich, euch heute einige Ideen und Tipps zu zeigen, wie ich an so einen Worship-Song rangehe. Bevor wir da aber ins Detail gehen, habe ich für euch 5 Tipps, wie man generell einen Song erarbeiten kann, und die möchte ich euch jetzt zeigen. Punkt Nummer 1, hören. Hören ist das Allerwichtigste, um überhaupt Material zu sammeln. Kreativität, Ideen. Da werdet ihr nicht drum rumkommen, ganz viel Musik zu hören. CDs, MP3, YouTube, Spotify, was es heutzutage eben alles gibt. Indem ihr lernt, richtig hinzuhören, könnt ihr Ideen, Emotionen, Gefühle, Bilder, Farben, was auch immer, für euch in Anspruch nehmen. Und ihr lernt, die dann später bei eurem Spiel richtig einzusetzen. Wenn ihr Musik hört, dann achtet darauf, was die Musik mit euch macht. In welche Stimmung versetzt sie euch? Es gibt auch sicherlich Musikstile, wo ihr sagt, das spricht mich jetzt gar nicht an. Warum ist das so? Versucht das zu analysieren und versucht hier auch euren eigenen Style, eure eigene Lieblingsmusik zu finden und herauszufinden, warum das so ist. Ich spiele es mal ein. Erstes Voicing. Was empfindet ihr dabei, wenn ihr das hört? Oder eine zweite Stimmung? Und noch eine dritte Stimmung. So, was ist bei euch passiert? Die erste Stimmung war tiefe Lage, relativ dunkel und nachdenklich. Die zweite war viel Bewegung, hell, freundlich. Und die dritte, das war ein ganz großes Voicing, weites Land. Und ihr merkt, wie diese unterschiedlichen Klänge, das waren jetzt einfach nur 3 Harmonien, 3 Akkorde, die ich da gespielt habe, wie sie gleich ein Bild aufmachen, wie sie gleich eine Farbe aufmachen. Und je mehr ihr es lernt beim Hören, diese Ideen für euch selber umzusetzen, desto besser könnt ihr später kontrollieren, was ihr für Farben, für Stimmungen transportieren wollt. Wir kommen zum Punkt 2, lesen. Noten lesen. Wir haben heute das große Glück, dass ganz viele Worship-Songs eben in Liederbüchern wie Feiert Jesus oder dem Gesangsbuch abgedruckt sind. Auch CCLI, was ich hier ausgedruckt habe für mich, diese Song Select Datenbank ist sehr hilfreich, weil ganz viele Worship-Songs da drin enthalten sind. Und vor allen Dingen kann ich neben der Melodie, dem Rhythmus, den Harmonien, das ganze Ding auch in allen Tonarten transponieren. Sehr, sehr hilfreich. Noten lesen hilft uns, diesen Song besser zu verstehen, besser einzuordnen. Ich kann die Rhythmik der Melodie genau anschauen. Ich kann schauen, was für Harmonien habe ich, was für Melodien habe ich. Und das möchte ich euch sehr ans Herz legen, das genau anzuschauen und vor allen Dingen auch mal mit dem Original zu vergleichen, weil ihr werdet einige Abweichungen da drin erkennen. Ich finde leider regelmäßig Fehler in Harmoniesymbolen in den Liederbüchern. Deswegen ist es gut, den ersten Punkt hören, immer ganz oben anzusetzen, denn darum geht es ja am Schluss, das akustische Signal. Nichtsdestotrotz hilft es uns, wenn wir diesen Song vor Augen haben, dass wir auch sehen, wie ist der aufgebaut von hier Vers, Bridge, Refrain und so weiter. Auch diese Rhythmik zu sehen, wie es aussieht. Bei CCLI habe ich zusätzlich manche Zwischenspiele oder Interludes noch drin abgebildet, die mir auch helfen, Ideen und Material zu sammeln. Also, lesen hilft uns zu recherchieren und Material für uns zu sammeln. Punkt 3, analysieren. Die Analyse ist sehr, sehr wichtig, um den Charakter des Songs zu verstehen. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal den Text an, den Titel an
und gar nicht so groß die Musik zuerst. Also, um was geht es hier in diesem Song? Was erzählt uns der Text? Welche Stimmung, welche Emotionen werden hier transportiert? Ist es groß, ist es klein, ist es persönlich und so weiter? Und diese Stimmung, diese Geschichte, die hier erzählt wird, die solltet ihr nachher in eurem Spiel natürlich auch interpretieren, erzählen. Ein zweiter Punkt der Analyse ist die musikalische Analyse. Also wie ist der Song aufgebaut? Welche Struktur haben wir? Wir haben hier eine Intro, ein Vers, ein Refrain. Wir haben hier eine laute Passage mittendrin. Wir haben eine Melodie, die vielleicht sehr, sehr voll ist, sehr, sehr, sehr viel, viel Text. Oder an einer anderen Stelle gibt es eine Melodie, die ist ganz, ganz einfach, hat ganz wenig rhythmische Elemente. Diese Unterschiedlichkeiten helfen uns später, auch unser Spiel dementsprechend anzupassen. Auch die harmonische Struktur ist sehr, sehr wichtig, weil die unterschiedlichen Harmonien auch wiederum Dinge transportieren, Geschichten, Farben erzählen. Schaut euch das also deswegen genau an, analysiert, was hier harmonisch passiert, damit ihr in der Lage seid, das auch wieder zu geben. Ein wesentlicher Faktor ist auch das Thema Metrum. Also der Groove, dieses Rhythmusgefühl eines Stückes. Haben wir einen schnellen Rhythmus, haben wir einen langsamen Rhythmus? Haben wir einen Groove, der hinterlegt ist? Oder ist es ein ganz langsames Stück, was einfach nur diese Viertel hat und ganz langsam sich bewegt? Diese Analyse hilft euch, das später in eurem Spiel umzusetzen. Und auch hier gilt, wie beim Hören, wie beim Lesen, beim Analysieren, je konkreter ihr diese Ideen habt, je konkreter ihr wisst, was in dem Stück passiert oder was ihr in dem Stück interpretieren wollt, desto konkreter könnt ihr eure musikalische Geschichte erzählen. Der vierte Punkt, das Üben. Ah, wunderschönes Thema. Auf vielen YouTube-Videos wird mir ja erzählt, dass ich in 10 Minuten 100 Akkorde sofort spielen kann und das ist alles leider nicht wahr. Wir müssen üben, wir müssen uns damit befassen. Einerseits sollten wir den Song natürlich richtig üben, das heißt Melodie, Rhythmus, Harmonien mal anschauen, wie funktioniert das, wie ist das aufgebaut, vielleicht so Sachen wie Fingersatz und solche Dinge. Aber ich persönlich würde noch einen Schritt weiter gehen, generelles Üben, also dass eure Fingerfertigkeit läuft, dass eure Skills funktionieren. Und da habe ich zwei ganz konkrete Übungen, die ihr auch später über meine Homepage als Noten anfordern könnt, kostenlos natürlich. Das erste sind Tonleitern. Tonleitern, eine ganz wichtige Sache, die seit vielen, vielen hundert Jahren das Maß aller Dinge sind. Und da möchte ich euch ganz konkret einladen, Tonleitern regelmäßig zu üben. Ich habe da euch ein paar Beispiele mitgebracht, nämlich vier Stück. Die erste Übung, die ich euch mitgebracht habe, kennt ihr sicherlich. Ganz normale Tonleiter, zwei Oktaven auseinander über einen Umfang von 3 Oktaven. Ich spiele es euch mal vor. Und jetzt einen halben Ton höher. Und so weiter und so fort, alle 12 Tonarten durch. Das war die erste Übung. Die zweite Übung sind Terzen. Und so weiter, auch wieder über 3 Oktaven rauf und runter und alle 12 Tonarten. Ähnlich zu den Terzen sind die Dezimen, werden ähnlich gespielt, klingen aber völlig anders. Und das Ganze gibt es auch noch in der vierten Variante, nämlich in Sechsten. Hier übernimmt die rechte Hand jetzt das H. Und so weiter und so fort. Wieder alle 12 Tonarten durch, chromatisch rauf und runter. Wenn ihr diese Tonleitern regelmäßig übt, werde ich euch versichern, dass euer Spiel in wenigen Wochen sowas von durch die Decke geht. Ein weiterer Punkt sind Kadenzen, also Harmonieabfolgen. Wir haben in C-Dur, C-Dur, F-Dur, G-Dur, die erste, die vierte und die fünfte Stufe. Und diese Kadenz spielen wir auch wieder in allen Tonarten. Und so weiter.
Neben diesen drei Grundharmonien, die alle in Dur sind, haben wir auch noch drei Mollharmonien, nämlich die zweite, die dritte und die sechste Stufe. D-Moll, E-Moll und A-Moll. Ich mache euch ein Beispiel in D-Dur. Alle sechs Stufen hintereinander. Hört mal hin. Und ihr merkt, diese sechs Stufen sind global einfach in ganz, ganz, ganz vielen Worship-Songs drin. Deswegen ist es gut, wenn ihr die einfach mal in allen 12 Tonarten könnt. Also üben nicht vergessen. Und wir sind schon am Ende beim fünften Punkt, Reflektieren angelangt. Reflektieren, also sich selber zuhören, was man eigentlich gespielt hat oder vielleicht sogar einen Coach, einen Trainer, einen Lehrer ins Boot holen, der einem Tipps gibt. Ich gebe euch den Rat, bevor ihr in der Öffentlichkeit irgendeinen Song spielt, nehmt den mal auf mit eurem Smartphone, vielleicht sogar per Videofunktion und schaut euch, hört euch diesen Song an. Checkt mal, ob alle Emotionen, alle Ideen, alle Abläufe, die ihr machen wolltet, auch so zu hören und zu sehen sind, wie ihr euch das gedacht habt. Gerne möchte ich euch ans Herz legen, Hilfe von außen anzunehmen. Denn ich persönlich bin weitergekommen, weil ich zu Leuten gegangen bin. Teilweise hatte ich nur eine Stunde. Ich weiß noch, als Student bin ich zu einem Lehrer in den USA hingeflogen, hatte eine Stunde bei ihm und die Stunde war so hilfreich, da profitiere ich heute noch davon. So, ich hoffe, diese fünf Tipps haben euch motiviert und ein Stück weit weitergebracht, selber an eurem Spiel zu arbeiten. Ich hoffe, ihr seid jetzt motiviert, zu hören, zu lesen, zu analysieren, zu üben und zu reflektieren. Wenn ihr merkt, ihr wollt noch tiefer einsteigen oder ihr merkt, ihr kommt nicht weiter, könnt ihr mir gerne schreiben, könnt über das Kontaktformular meiner Homepage unter Piano Coaching viele Tipps bekommen. Ihr könnt diese Noten kostenlos anfordern und. Auch findet ihr dort weitere Infos zum Thema Piano Coaching. Und wenn ihr nicht herkommen könnt, dann finden wir auch hier eine Lösung. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir uns bei den nächsten Sessions wieder begegnen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.